Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier in meinem Lehrgang zu HTML 5. Heute haben wir ein spannendes Kapitel vor uns, wenn auch nur ultra kurz wir das machen werden. Es geht nämlich um CSS, CSS und HTML miteinander in Verbindung, wie sie zusammenwirken können. An dieser Stelle wiederum ein Hinweis, unter www.html5.wirlernen.at kannst du noch etwas ausführlicher das nachlesen, was ich jetzt hier in dieser Lektion, diese Videolektion, die ich hier zeige. Gehen wir also gleich in diese Lektion herein. Ja, CSS ist die Abkürzung für Cascading Style Sheets. Und wenn man CSS und HTML miteinander vergleicht, in Verbindung setzt, dann könnte man stark vereinfacht sagen, dass HTML irgendwie die Struktur vorgibt. Was also da auf einer Webseite zum Beispiel steht, ob es überhaupt Tabellen gibt, ob überhaupt Grafiken eingebunden werden. Und dieses CSS bietet deiner Seite einen Style, das heißt ein bestimmtes Aussehen. Und du kannst dieses Style auf ganz bestimmte Teile dieser Webseite anwenden, auf bestimmte Text zum Beispiel, auf Tabellen und dergleichen mehr. Und du kannst eben für die einzelnen Tabellen oder auch für alle Tabellen oder für alle Grafiken oder für alle Absätze oder was auch immer ein bestimmtes Aussehen festlegen. Und zu diesem Aussehen gehören sehr häufig auch bestimmte Farben und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten auch dann dem CSS dann eben mitzuteilen, welche Farbe man zum Beispiel einen bestimmten Rand haben möchte. Und diese Farbwerte gibt man dann in der Regel eben dann zum Beispiel hier als sogenannter Hexwert an oder als RGB-Mischfarbe. Wir werden hier den sogenannten Hexwert verwenden und du siehst ja, dass es hier einige verschiedene Angaben dann letztlich gibt. Ja. Wir sind hier lauter Mischungen. Und am besten sehen wir diese Mischungen dann, wenn man in den Skript hineingeht. Da gibt es einen eigenen, eine eigene Hilfsmöglichkeit. Das ist hier Farbe einfügen. Und da siehst du schon, dass es hier mehr Registerkarten gibt. Und hier zum Beispiel bei Hex. Und hier siehst du immer den Wert, der eingestellt wird. Momentan wäre es schwarz. Wenn ich das jetzt hier verändere, verändert sich auch hier dann dementsprechend das Aussehen. Und diese Werte von Rot, Grün und Blau, da wird das Ganze dann letztlich durchgemischt, ja, so wie früher eben beim Fernseher. Wenn es entsprechende Mischungsverhältnisse ergibt, dann auch die entsprechende Farbe. Und dieses Mischungsverhältnis wird hier ausgedrückt in einem sogenannten Hexcode. Und diesen Hexcode benötigt man dann, wenn man eben dann der Webseite HTML5, CSS bekannt gibt, welche Farbe du dargestellt haben möchtest. Und da kann man sich das sehr schön eben zusammenmischen in der Vorschau. Könnt auch hierher gehen, kann eine Grundfarbe irgendwie einstellen, kann sie von dort aus gehen dann verändern. Also eine ganz geschickte Möglichkeit, wie man hier mit dem Editor Script leben, dann hier mit Farben arbeiten könnte. Ja. Das hier zu den Farbmischungen. Ich sage das deshalb, weil dann später einige Hinweise auf Farben kommen und man da doch eine gewisse Vorstellung haben sollte, worum es da geht. Wenn du noch Näheres über Farbcodes und dergleichen wissen möchtest, kannst du hier natürlich zu Wikipedia gehen oder überhaupt bei Google dann eine Suchanfrage eingeben. Aber schauen wir jetzt hier wirklich zum CSS und da gibt es hier mehrere Möglichkeiten, diesen Style eben dann in dein Listing einzubringen. Die erste Möglichkeit wäre jetzt die, das muss jetzt nicht gleich die beste sein, aber ich glaube zum Verständnis ist es ganz gut, dass man bei den einzelnen HTML-Elementen bei den Text dann den Style direkt anbringt. Also ich könnte hier zum Beispiel hergehen, habe hier eine Tabelle, siehst du schon den Table Tag und dann ist hier etwas Neues dabei, es ist hier etwas eingefügt. Das ist hier dieses Schlüsselwort, dieser Schlüsselbegriff Style. Wenn ich hier in einem Tag, den ich dann, dessen Style ich verändern möchte, dann Style hineinschreibe, siehst du, das kann ich nicht nur am Tag Table machen, sondern auch bei TR zum Beispiel machen. Ja. Oder zum Beispiel könnte ich hier in ein IMG-Teil, Image-Tag hineingehen, dann kann ich wieder das Teil einfügen, kann ich den entsprechenden Tag eben dann verändern. Und da gibt es eben dann bestimmte Schlüsselwörter, Schlüsselbegriffe, mit denen man das eben dann verändern kann. Also hier zum Beispiel könnte ich eine Border von 5 Pixeln, also einen Rahmen von 5 Pixeln angeben, der durchgezogen ist und eine Breite sollte diese Tabelle ebenfalls haben von 300 Pixeln. So kann ich das für die einzelnen Bereiche festlegen. Schauen wir uns gleich hier so ein Beispiel an. Hier habe ich eine Grafik, hier habe ich weitere Grafiken, die ich dann hier anbringe. Wenn ich jetzt mit diesen Seiten Quelltext einmal einblende, gehen wir mal hierher,
dann habe ich hier den Quelltext und habe dann hier zum Beispiel eine normale Grafik und habe dann hier als Teil angegeben float Doppelpunkt left. Das heißt, die Grafik wird hier links ausgerichtet und float bedeutet, dass der Rest dann rechts herum sich dann ausrichtet. Dann habe ich hier, wenn ich dann weitergehe, zum Beispiel bei H1 einen Style festgelegt, ja, mit 50 Pixeln. Das heißt, das ist nicht die übliche H1-Überschrift, die wir bis jetzt kennen, sondern das wäre hier dann zum Beispiel Überschrift ohne Style, das ist eine Überschrift mit Style. Ja. Das hat die Größe von 50 Pixeln, eine bestimmte Farbe, die haben wir vorhin schon angesprochen, und Padding ist ein Pixel, ist der Abstand dann zu den nächstfolgenden Objekten. Ja. Ich würde empfehlen, dass du das einmal genau anschaust, das auf die Seite eben aufsuchst und das dann genau vergleichst, und dann wirst du schon sehen, welche Auswirkungen das Ganze dann hast, oder einfach selber experimentierst, dieses Listing dann kopierst und dann dementsprechend dann zum Beispiel dein Editor-Skript einfügst und dann versuchst es dann so durchzugehen. Ich möchte hier nur Beispiele jetzt vielleicht noch dann dazu ausführen. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, Texte zu formatieren. Das heißt, ich habe einen Text in der Mitte und umfasse damit Span. Man könnte dann hier zum Beispiel einen Text, Schrift als ein Serif, in einem bestimmten Schrifttyp, so wie es auch Times New Roman gibt, Arial und so weiter gibt, könnte ich den hier formatieren. Dann könnte ich auch im nächsten Versuch eine Schriftgröße 16 Pixel festlegen. Ja. Könnte dann Kursiv zum Beispiel festlegen. Also jeweils siehst du dann, was sich daraus ergibt, oder ich könnte einen Text fett zum Beispiel vorgeben. Wenn ich dann mehrere zusammenfasse, ich kann auch mehrere auf einmal vornehmen, kann ich zum Beispiel hier wiederum einen Text nehmen, das wäre dieser jetzt, könnte aber auch genauso gut sein, Hallo Räuber Hotzenplotz, ja. Kann ich hier die Schriftgröße auf 40 Pixel festlegen, die Schriftart auf New Century School Book, und schon habe ich eine größere Schrift. Ich kann das Ganze auch natürlich wiederum mit einer Hintergrundfarbe zum Beispiel festlegen, das wäre Background Color. Ja. Oder zum Beispiel hier mit Color könnte ich dann auch die Schriftfarbe dann festlegen. Und diese Möglichkeit ist natürlich sehr praktisch. Wenn du dich jetzt fragen würdest, okay, wo kann ich noch weitere solche Informationen über CSS bekommen, dann würde ich dir empfehlen, hier zum Beispiel zu schauen, hier eingegeben CSS, Referenz, mal allgemein bei Google dann nochmal zu schauen, da findet man eine Reihe von Einträgen. Und wenn man hier bei W3C School vielleicht gleich verwendet, ja, dann gibt es diese W3 School und dann gibt es hier eben diese Hinweise. Und wenn man hier auf Learn CSS 3 geht, hat man hier eine schöne Einführung generell zur CSS. Und wenn man hier dann auf CS3 Reference geht, hat man hier wirklich alle Begriffe sehr schön erklärt, was sie bewirken und dergleichen mehr. Dasselbe gilt übrigens auch dann für HTML. Man kann hier also auch bei HTML5 dann dementsprechend dann sich da eine Referenz dann einblenden lassen. Also Learn HTML5 zum Beispiel. Und dann hat man hier auch dann gleich die Referenz für die Text zum Beispiel. Ja, was sie bewirken, die wir in unserem Lehrgang schon besprochen haben. Und die kann man sich dann wirklich noch etwas genauer einlesen. Zurück aber jetzt zu unserer Einführung, wo alles ein bisschen einfacher zugeht. Man kann also eine Webseite, man kann diese CSS-Anweisungen direkt bei den einzelnen Tags einfügen. Man kann es aber auch etwas geschickter machen. Geschickter nämlich deshalb, weil es langfristig besser ist. Man kann das so machen, dass man im Head-Bereich diese CSS-Anweisungen hineinbringt. Und das Ganze wird dann eingebunden in einen Style-Bereich, der geht von Style, der Tag wird dann hier wiederum geschlossen, und da drinnen wird dann festgelegt, was für alle H1 zum Beispiel drinnen gilt in diesem Beispiel, was für alle H2s gilt, alle HRs, alle As, IMGs, Ps und so weiter, das kann man dann beliebig ausbauen. Und immer wenn man dann da herinnen dann einen entsprechenden Tag verwendet, wirkt sich das dann auch aus in unserem Listing. Wenn ich mir hier dieses Beispiel dann anzeigen lasse, schaut das jetzt zum Beispiel mal hier so aus. Das ist ein Seitenquelltext einblenden. Das ist hier dieser Style-Bereich im Head. Der muss natürlich auch abgeschlossen werden und das wirkt sich dann hier alles aus. Wenn hier ein IMG-Tag vorkommt, bekommt das dann diesen Style, der hier oben im Head-Tag dann vorgesehen ist. Das ist natürlich viel praktischer, wenn ich hier gleich auf einem Rutsch hier für alle IMGs, für alle H1 und so weiter dann
hier den entsprechenden Style festlege. Und wenn ich dann wirklich einzelne Elemente dann noch wiederum anders haben möchte, kann ich das dann immer noch hier dann im Tag dann noch einmal speziell dann festlegen. Und jetzt kommen wir zur elegantesten Möglichkeit, nämlich diesen CSS-Style, den wir gerade im Head-Bereich gesehen haben. Den kann man nämlich in einer eigenen Datei einfügen und dann mit der HTML-Datei dann verknüpfen. Das funktioniert dann insofern, man muss in der HTML-Datei bekannt geben, wo dieser Style liegt. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel gemacht. Ich habe eine Datei MyCSS entworfen und die verbinde ich jetzt mit meiner HTML-Datei. Das Ganze funktioniert innerhalb des Heads, hier mit der Anweisung Link, Rel, Stylesheet und so weiter. Wichtig ist, dass dieser Pfad hier passt. Ja. Wenn du zu Hause alles in einem Ordner machst, dann fällt natürlich hier dieser Ordner Styles dann weg. Dann heißt dann nur noch mein CSS oder dein oder was auch immer, .css. Und .css weist schon darauf hin, dass diese Dateien, die diesen Stylesheet beinhalten, immer die Erweiterung, die Dateinamenerweiterung Extension .css haben. Hier wird jetzt ein Beispiel für so eine CSS-Datei. Es ist nicht mehr notwendig, das Ganze einzuleiten mit Style. Man schreibt das direkt dann so hinein und hat das Ganze dann, wenn ich jetzt hier auf unser Beispiel gehe, habe ich hier ein Beispiel für diese mein CSS-Datei und hier oben habe ich das Beispiel für die HTML-Seite. Wenn ich mir jetzt hier diesen Seitenquelltext dann anzeigen lasse, habe ich den hier und hier wird er dann eingebunden. Wenn ich beim Firefox hier draufklicke, wird mir sogar dann der Style dann eingeblendet. Also eine ganz spannende Sache, die es wirklich ermöglicht, in sehr rascher Art und Weise hier Stylesheets zu übernehmen, das nämlich gesondert in einem Text zu speichern. Ich kann also eine Website, ich kann eine Homepage aus mehreren Webseiten machen und muss dann praktisch nur noch hier einen Verweis machen in jeder Seite mit hier Link Rel Stylesheet, mit Verweis auf mein Design und kann es dann somit auf jede Webseite einbinden. Wenn ich nämlich eine Webseite habe, drauf kommt, naja, da gefällt mir dann das Design nicht, dann müsste ich auf jeder Webseite, wenn ich es wirklich immer in jeden Tag einbinden würde, das ändern, das ist eine Mordsarbeit. Und da reicht es dann im Prinzip nur die MyCSS-Datei zu verändern und dann wird das Design der gesamten Webseite dann noch verändert. Also viel rascher und viel effizienter unterwegs. Damit du dich da noch besser zurechtfindest, es waren jetzt doch viele Informationen, würde ich dir empfehlen, hier diese Aufgabenstellung durchzuarbeiten, damit du das, was du hier eben gefunden hast, dann noch verfestigen kannst und dann letztlich in einer eigenen Homepage dann diese Stylesheets dann anwenden kannst.